Damit niemand sagen kann, ähnliche Experimente gibt es in Deutschland schon, möchte ich euch irgendeinen Kanal zeigen und wie alle anderen sagen, durch den Kanal bin ich inspiriert worden und bestimmt nicht durch Jumanji. Los geht's! Freunde, heute möchte ich mit euch 3 Vakuum-Experimente starten und sehen, was mit diesem Dickmann passieren wird, wenn der Außendruck kleiner wird als der im Inneren des Dickmanns. Und dasselbe mit einem Luftballon. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Und Marshmallows werden wir auch da reinschmeißen. Erinnert ihr euch an das Video mit Marshmallows und Nutella? Was für eine coole Sache wir daraus gemacht haben. Also hier ist mein Vakuumgerät, was ich mir zu Weihnachten gegönnt habe. Und als erstes geht ein Dickmann in die Kammer. Ich denke, einige von euch haben dieses Experiment an der Schule bereits gemacht. Lasst uns einfach mal die Luft absaugen. Es geht los. Die Schokoschicht ist geplatzt. Schaut mal, wie er wächst. Er ist riesig. Er ist bestimmt 5-mal so groß wie zuvor. Er sieht aus, als wäre der Dickmann auf Anabolika. Jetzt lasst uns mal den Druck wieder stabilisieren. Schaut mal, wie klein der plötzlich wird. Mir gefällt er nicht mehr. Also lasst uns wieder Unterdruck aufbauen. So gefällt er mir schon besser. Schauen wir jetzt mal, was mit dem Luftballon passieren wird. Ich drehe auf, sodass der Unterdruck entsteht. Um es leichter zu verstehen, im Inneren des Luftballons ist mehr Druck als von außen und deshalb fängt er an, sich aufzublasen. Schaut mal, wie cool es ist. Ich denke, Freunde, wir haben genug gespielt. Ich lasse den Unterdruck raus und mein Luftballon ist wieder zu seiner vorherigen Größe zurückgeschrumpft. Und als drittes Experiment schauen wir, wie Marshmallows bei Vakuum sich verhalten. Auch die fangen an zu wachsen. Ich würde sagen, die sind um das Dreifache gewachsen. Und schaut mal, wenn die anfangen zu schrumpfen, die sehen so alt aus. Ähnlich wie in unserem Leben, wir wachsen und wachsen. Und wenn wir alt werden, schrumpfen wir und sehen auch nicht mehr so frisch aus. Hier der Vergleich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gebt mir ein paar Tipps, was wir noch ins Vakuum stellen sollen. Wir sehen uns morgen. Ciao.